So, jetzt muss ich volle Power, weil sonst wird das nichts. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist bereits 11.17 Uhr und um 11.15 Uhr hätten wir beginnen müssen. Vielleicht bin ich ein bisschen zwänglich, aber ja, die Zeit ist wichtig und die Referentinnen wollen natürlich auch die volle Zeit ausschöpfen. Ja, ich bitte Sie, Ihre Plätze einzunehmen und in den Körper sich einzufühlen, damit Leib, Seele und Geist alle da sind. Hört man eh was oder rede ich ins Leere hinein? Hört man mich eh? Super. Gut. So. Jetzt gehen wir es an. Ich habe keine Glockenleiter. Ja? Zwei Seelen wohnen acht in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen, heißt es bei Dr. Faustus im gleichnamigen Drama von Goethe. Zwei Seelen muss auch Adam, der Mensch, gespürt haben, bevor ihm die Eva herausoperiert wurde aus seinem Innersten. Und vielleicht hat da schon die Paardynamik begonnen, wer weiß. Adam, wo bist du? Eva, was tust du? So lautet das erste Buch der nun folgenden Referentin Susanne Pointner. Sie ist Psychologin, existenzanalytische Psychotherapeutin, natürlich Lehrtherapeutin und sie beschäftigt sich seit längerer Zeit schon mit Paartherapie und lebt in Wien. Zwei Bücher geschrieben, die sehr spannend sind. An dieser Stelle soll ich gleich einen Dank aussprechen an Michael Pointner, der die Maschine betätigt und die Folien weiterklickt. Danke, Michael. In Wien haben wir mit Karin Steinert begonnen. Die Reise endet wieder in Wien mit Susanne Pointner. Der Vortrag »Wie soll ich meine Seele halten?« vom Schrei nach Liebe zum Zuruf des Liebenden will uns zeigen, wie aus psychodynamischen Automatismen durch die Nutzung personaler Freiräume eine freiere, liebevollere Beziehung entstehen kann. Bitte, Susanne. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wir hatten heute schon Rilke, wieder Rilke, der Dichter. So beginnt Rilkes Liebeslied. Am Anfang einer Beziehung kann dieser Satz den manchmal fast schon bittersüßen Sog der Liebe ausdrücken. Es ist so schön, dass es fast schon wieder wehtut. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als Sie am Anfang einer Beziehung durch eine schöne Stadt geschlendert sind. Geist und Psyche eng umschlungen, wenn man sie doch wieder im Bild trennen möchte. Später verflüchtigt sich der Hormoncocktail. Geist und Psyche trennen immer wieder ihre Wege. Es beginnt der Alltagstrott. Und oft auch der Machtkampf. Wer von uns wird sich durchsetzen? Dann ist es oft mehr ein Stöhnen. Ach, gern möchte ich sie bei irgendetwas Verlorenem im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Das Leiden an der Paarbeziehung ist in Psychotherapie und Beratung häufig Thema. Früher dachte man schneller einmal
Also früher hat man das oft lang ausgehalten, dieses Zusammen und doch getrennt sein. Heute denkt man schneller an Trennung. Manchmal ist das auch die beste Lösung, auch für die Kinder. Aber Trennungen sind anstrengend, oft gesundheitsschädigend und teuer. Paartherapie oder Trennungsbegleitung sind meistens ressourcenschonender. Relativ wenig Paare lassen sich aber im Paarsetting unterstützen. Laut Guy Bodenmann, Paarforscher an der Universität Zürich, hat sich nur eines von 10 scheidungswilligen Paaren im Paarsetting vorher unterstützen lassen. Wenn sie kommen, ist es oft schon zu spät. Das Paar ist nicht mehr vor einem Scherbenhaufen, sondern ich würde so das Bild nehmen, man ist inmitten von Porzellanstalagmiten. Wie können wir so Paare darin unterstützen, früher dieses wichtige Instrument in Anspruch zu nehmen? Und wie können wir als Therapeuten und Berater darin auch sicherer werden? Die hier vorgestellten Inhalte basieren vorwiegend auf den Grundlagen von der Existenzanalyse und personalen Existenzanalyse von Alfred Lengle und auch Elementen der Imagotherapie, die Havel Hendricks und Helen Hunt in Amerika entwickelt haben und die ich von den Ehepaaren Bösel und Brehm lernen durfte. Ich werde später noch einmal sagen, warum ich da Elemente davon verwende. Viele Klienten, aber auch Therapeuten haben Einwände gegen die Paartherapie. Ich möchte gern mit Ihnen 3 häufig genannte heute hier reflektieren und dann möchte ich Ihnen gern Sonja und Martin vorstellen, denen es gelingt, in einem Prozess der gemeinsamen personalen Existenzanalyse aus der Verstrickung oder Kollusion, wie Jörg Wille es nennt, in die Koevolution oder in die personale Freiheit zu kommen. Ich verwende hier die männliche und weibliche Form abwechselnd, auch Therapeut-Berater abwechselnd, für Therapeuten, Therapeutinnen, Berater, Beraterinnen und Paare jeder geschlechtlichen Zuordnung und sexuellen Orientierung. Die Folien finden Sie auf der Homepage. Sie können sich entspannen. Ein häufiger Einwand ist, ja, ich würde ja gerne in Paartherapie gehen, aber mein Partner, meine Partnerin gehen nicht. Tatsächlich ist es so, dass beide Partner Angst haben vor Veränderung und Angst haben, dass es bleibt, wie es ist. Das Ehepaar Bösel sagt, die Ambivalenz liegt im Paar-Zwischenraum. Oder wenn man Christoph Kolbes Ausdruck aufgreift, es geht darum, dass wir die existenzielle Spannung, in der wir als Liebende drinnen stehen, annehmen und verstehen lernen. Wenn also ein Partner dem anderen seine zwiespältigen Gefühle ausdrückt, dann kommt Bewegung in die fixierte und polarisierte Paardynamik. Zum Beispiel, ich würde mir gerne unser Konfliktmuster mit jemandem anschauen, im professionellen Setting, aber ich habe Angst, dass ich dann als die Schuldige dastehe. Wenn diese Ambivalenz verstehbar und sichtbar gemacht werden kann, bei beiden, dann lässt sich auch der mitgeschleppte Partner erstaunlich häufig zur Mitarbeit einladen. Manchmal entwickeln sich diese Sicher-Nicht-Sager als die Turbo-Entwickler, wenn sie erst einmal auf den Geschmack gekommen sind und manchmal schneller, als es dem engagierten Partner oder der engagierten Partnerin lieb ist. Ein weiteres Gegenargument ist, die Ehe, die langjährige Paarbeziehung, die anstrengende Monogamie ist sowieso ein Auslaufmodell. Es gibt ja genug Alternativen, gab sie immer schon. Heute neuerdings auch künstliche Ersatzbeziehungen. Matthias Horx schreibt in seinem Buch Future Love vom digitalen Outsourcing des Sex und nicht nur des Sex. Also personalisierte Sexroboter mit künstlicher Intelligenz, digitale Avatare oder Cybersexpartner und Avatare, die an unser Nervensystem angeschlossen sind, sollen uns zum virtuellen Liebesrausch verhelfen. Oder auch einfach als nette Lebensgefährtin dienen, wie die holographische Assistentin Azuma, die in einer Gatebox
wohnt und das Leben ihres Meisters versüßen will. Aber Horx schreibt, nennt auch Gegenbewegungen. Er meint, viele Menschen sind in der Liebe erstaunlich konservativ. Er sagt, es wird Gegenbewegungen geben zum Megatrend, Digitalisierung und digitale Sexualität, nämlich zum Beispiel der Rückkehr zum Liebesbrief oder Liebesschulzentrum, wo Paare die hohe Kunst der Minne üben. Also da sind wir dann als Paartherapeuten und Paarberaterinnen gefragt. Das Bundesumweltministerium in Deutschland hat letztes Jahr eine Studie durchgeführt mit dem Titel Zukunft, Jugendfragen. Es wurden etwa 1000 junge Menschen zwischen 14 und 22 Jahren befragt nach ihren Werten. Und wieder mal, wie so oft bei diesen Untersuchungen, rangierten stabile soziale Beziehungen ganz oben auf der Liste. Die jungen Menschen wollen verbindliche Beziehungen, langfristige Beziehungen. Aber 90% sagen auch, sie wollen immer wieder neue Erfahrungen machen. Um diese Pole zu vereinen, suchen auch junge Menschen immer häufiger Paartherapie und Paarberatung auf. Die Mehrheit der Beziehungssuchenden ist auch erstaunlich romantisch. In einer Studie der Soziologin Cornelia Hahn, hier von der Universität Salzburg, 2011 schon durchgeführt, hat sie Erfolgsgeschichten analysiert, die auf Parship veröffentlicht wurden. Und die Paare wurden gefragt, wie sie denn geglaubt haben, dass sie zusammengekommen sind. Und es zeigte sich, dass die meisten Paare ihr Zusammenkommen nicht dem Algorithmus zugeschrieben haben. Auch nicht, das ist jetzt fast ein bisschen kränkend für uns Existenzanalytiker, dem aktiven Gestalten der Beteiligten, sondern einer höheren Macht. Das kann man die Liebe nennen oder Zufall oder Schicksal oder Gott oder das Potenzial der Person. Der nächste Einwand wäre, Paartherapie ist aber eigentlich ja nur für Gesunde. Also Paartherapie und Paarberatung sind nicht geeignet, also Paartherapie auch, nämlich nicht geeignet für Menschen mit psychischen Störungen oder mit einer schwachen Ich-Struktur. Manchmal ist tatsächlich die Psychodynamik im Paarsetting so mächtig, dass schon die ersten Elemente des Dialogs nicht sehr gut gelingen. Also es geht ja darum, dass man am Anfang in eine gewisse Dialogfähigkeit kommt, eine gewisse emotionale Stabilisierung, dass man sozusagen die Temperatur richtig regelt des Systems, der Systeme und dann zum Beispiel am Anfang sich auch eine Wertschätzung gibt. Das ist ein hilfreiches Ritual. Das schaut dann manchmal so aus, dass dann die Partnerin sagt, ich möchte wertschätzen, dass du gestern den Mist hinausgetragen hast, nachdem ich dich vorher dreimal darum bitten musste. Dann beginnt man schon mal die Fenster zu schließen in der Paartherapiesitzung und fühlt sich erinnert an Karit Steiner zu erleben mit im Gegenübersitzen der Alina und ihrer Mutter oder an den Therapeuten in Daniel Glattauers Wunderübung. Manche Paare brauchen daher enge Grenzen, um sich frei entfalten zu können. Sie sprechen ja nicht nur über die schwierige Beziehung draußen, sondern sie erleben und erleiden das Beziehungsmuster im Hier und Jetzt. Also es passiert das, was eben die Frau Dr. Galleitner gestern gemeint hat, wir gehen zwar nicht hinaus in die Beziehungswirklichkeit, aber wir holen sie herein. Wenn es aber gelingt, das Paar in einen personalen Dialog zu bringen, in dieser Situation, dann kann das erstaunlich schnell für Entwicklung sorgen. Auch bei Menschen mit sehr fixierten Mustern. Voraussetzung ist die Gewährleistung der Grundmotivationen, zumindest im Therapieraum. Also wir haben das schon gehört, Sicherheit, Nähe, Respekt, Entwicklungsraum.
Mir ist ganz besonders wichtig dabei der Aspekt der Sicherheit, weil wir den, glaube ich, ein bisschen unterschätzen manchmal. Wir glauben, wir sind ja ohnehin im sicheren Raum, aber das Paar bringt ja eben ein bisschen den Täter mit, den Opfer und Täter sozusagen mit. Das heißt, es ist noch einmal wichtiger, sich für Sicherheit zu schaffen. Die Traumaforschung und die Neurobiologie betonen ja immer wieder, wie wichtig es ist, dass Menschen, also dass sie sicher in Sicherheit sind, damit sie Empathie aufbringen, das gehört, die Gefühle regulieren können, Nähe und Distanz ausbalancieren können und Dinge benennen, haben Sie gestern auch schon gehört, Sprache finden können. Die von Alfred Lengle entwickelte personale Existenzanalyse bietet eine sehr schöne Struktur, um das Paar in einen eigenen Gestaltungsraum zu bringen, also nicht ins Verhandeln, sondern wirklich in ein selber was kreativ entstehen lassen und doch aber es mit einem Ergebnis zu entlassen, das heißt also wirklich in einer klaren Struktur zu halten. Wir müssen die Voraussetzungen damit für den personalen Dialog erst schaffen, aber, Zitat Lengle, der personale Dialog beruht auf Personen, die Zugang zu sich haben und ihren Partner respektieren, Interesse an ihm haben und ihn in seiner Andersheit gelten lassen. Und dafür ist es unsere Aufgabe, möglichst gute Voraussetzungen wieder zu schaffen. Und dabei haben sich die Ergänzung aus Kommunikationstools bewährt. Es gibt da verschiedene, die gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, eben die Imagotherapie. Kurt Hallweg hat in seinem Partnerschaftsprogramm auch das Trennen von Empfänger und Sender bei einem Thema zum Beispiel empfohlen. Er sagt, damit ein Gespräch gewinnbringend verlaufen kann, müssen beide Beteiligten zum Zug kommen. Das erfordert, dass einer sich zurücknimmt und der andere zuhört. Nein, und dem anderen zuhört. Also einer sich zurücknimmt, dem anderen zuhört, der andere kann einmal erzählen und dadurch wird eben eine Entschleunigung ermöglicht und ein mehr Sicherheit geboten. Ich möchte Ihnen das jetzt möglichst gut zeigen anhand einer Paarsitzung, für die sich Sonja und Martin Rotter bereit erklärt haben, dankenswerterweise. Es war eine 90-minütige Paarsitzung. Wir haben sie nicht vorbereitet. Das Paar ist gekommen, so wie ein anderes Paar kommt und hat einfach dann erzählt, was das Thema ist. Allerdings muss ich natürlich zugeben, die beiden sind, also begleiten Ehepaare, auch zum Beispiel in der Ehevorbereitung, sind natürlich jetzt in einer hohen psychischen Gesundheit drinnen. Bei psychisch gestörten Paaren oder fixierteren Paaren, dynamisierteren Paaren muss man mehr Interventionen setzen, aber ich möchte Ihnen ja mal zeigen, wie es grundsätzlich hier ausschauen könnte. Die beiden sind 27 Jahre verheiratet, haben 3 erwachsene Söhne. Aber das Thema ist schon emotional besetzt und sie schlagen sich schon recht lang damit herum. Also es hat schon auch einen Leidenscharakter und eine Verstrickung. Sonja und Martin fokussieren sich zunächst und geben einander eine Wertschätzung. Dann schildert Sonja ihr Anliegen und Martin fasst immer wieder zusammen, was er gehört hat. Humor ist eine der Eigenschaften, die ich total an dir liebe. Auch eine der Eigenschaften, wo ich mich in dich verliebt habe. Mhm. Und den ich sehr genießen kann. Also du sagst, Humor ist eine Eigenschaft, die du an mir liebst. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum du dich in mich verliebt hast. Mhm. Und das magst du auch sehr, das liebst du auch sehr. Und manchmal gibt es in meinem Land aber auch eine Zeit, wo Ernsthaftigkeit, Traurigkeit gerade einen hohen Stellenwert hat. Und dann ist es manchmal für mich schwierig, wenn der Humor zu viel da ist. Sie sehen, dass die Paare vis-à-vis sitzen. Das ist nicht die ganze Sitzung so, aber im Dialog machen wir es dann schon so. Es wird dadurch die Gefahr der Triangulierung
Das heißt, dass der Therapeut, wie man es in vielen amerikanischen Filmen sieht, ja, so gegenüber dem Paar sitzt und daher auch zum Schiedsrichter wird, die wird dadurch geringer, es bleibt der Dialog mehr im Paar. Und sie sitzen da relativ nahe beisammen, weil wenn sie das ausprobieren, man kommt dann ein bisschen schwerer ins Diskutieren mit dem Partner. Es geht nämlich in der existenzanalytischen Paartherapie darum, dass wir Begegnung schaffen, dass das Paar wieder die Liebe spürt, die Andersheit und die Verbundenheit wieder spüren kann. Und nicht so sehr darum, dass wir Dinge ausverhandeln. Das Paar kann die eingefrästen Erwartungshaltungen nicht ändern, indem sie jetzt darüber verhandelt, wer wann welchen Scherz machen darf oder nicht darf. Und die Themen sind dann auch endlos. Das heißt, das im Paar will eben die Verbundenheit spüren und im Fall einer Trennungsbegleitung zumindest wieder die Würde und die Wertschätzung spüren und das gemeinsame Anliegen retten. Der personale Dialog braucht das entschiedene Ablegen der Waffen. Erst wenn ich sagen kann, ich möchte dich einladen in mein Land oder ich möchte dich besuchen in deinem Land, sind die Voraussetzungen dafür geschaffen. Das Bild vom Land Sonjas hilft Martin, die eigenen Vorstellungen, Erwartungen, Begriffe in die Epoche, in den Hintergrund zu stellen und sich zu öffnen. In anderen Ländern herrschen andere Sitten, Dinge werden anders benannt. Ich kann sie dort stehen lassen und kennenlernen. Martin versucht zu hören und zu verstehen, was Sonja meint und wie sie die Situation erlebt. Was mich dann ärgert, ist, dass du mich nicht siehst oder dass du mich und meine Gefühle nicht wahrnimmst. Mhm. Und es tut mir auch weh, weil es tut mir auch weh, weil ich mir denke, den Moment, dass wir nicht gut in Verbindung sind, dass so einer auf dem anderen gegenseitig auch nicht gerade sich einstimmen kann und ich könnte es ja aussprechen. Ne? Aber irgendwie ist eine Blockade in mir und es funktioniert nicht. Die emotionale Vertiefung dient dazu, den primären Emotionen Raum zu geben, also auch mal der Wut und den spontanen Impulsen. Und gleichzeitig arbeitet das Paar aber an der Emotionsregulation. So kommen sie zur tieferen Emotion, zur Angst, zum Schmerz, zur Sehnsucht. Sie zeigen sich in ihrer Verwundbarkeit und sie offenbaren sich selbst und dem anderen das, worum es ihnen eigentlich geht. Für das Vertiefen der Emotionen und das Heben des phänomenalen Gehalts. Was sagt mir als Sonja dein Verhalten, deine Scherze? Greifen wir den biografischen Faden auf. Sonja schildert den Bezug zu ihrer Kindheit. Martin wird eingeladen, das Gehörte gelten zu lassen und zu verstehen. Oder nein, es war auch so, dass der Humor sehr schnell die Trauer verdrängen hat müssen und nicht mehr da sein hat dürfen. Also die Gefühle einfach nicht ausgesprochen wurden und jetzt ist es wieder gut, jetzt ist es wieder lustig. Ja, wir haben nicht über Gefühle gesprochen, das ist eigentlich nicht über unser Gefühlsfeld gesprochen. Ja, du sagst, dass es auch sehr oft war, dass der Humor quasi dann die Trauer. Ja.
noch was dazu eingefallen. Mhm. Ich glaube, das glaube ich gut und viel und oft gebraucht hätte. Das zu der Sprache dazu auch im Raum. Mhm. Du musst auch eben gebraucht hätte es zu der Sprache dazu. Mhm. Das wird ja auch mal gemacht. Achten Sie auf die Veränderung. Hier ist es so, dass Martin dann nochmal wieder lächelt, Sie auch. Ja. Aber er kann nun besser verstehen und nachfühlen, was er bei ihr auslöst, durch sein Verhalten. Und Sonja kann besser zu ihrer eigenen Bedürftigkeit stehen. Beiden wird klar, dass Martin Sonjas Sehnsucht nicht immer erfüllen kann und soll. Darum geht es nicht, dass immer der andere macht, was ich jetzt sage, dass er verändern soll. Das ist nicht gemeinsames Wachstum, sondern es geht darum, dass jetzt hier eine Verbindung entsteht, ein Verstehen und auch, dass sie Trost erlebt. Das Schöne in der Paartherapie ist, der Trost kann unmittelbar durch die Person erfolgen, nach deren Verbindung und Trost und Verständnis wir uns in der Gegenwart am meisten sehnen, die des Partners. Und es darf auch die körperliche Nähe einbezogen werden, was ja sonst in der Therapie ein bisschen schwierig ist. Martin tut es gut, der geliebten Frau das geben zu können, wonach sie sich sehnt. Fürs erste Mal in den Bildern der Vergangenheit. Da ist er ja nicht Täter. Nebenbei hält auch sein eigenes Kind, inneres Kind dabei, weil es in der biografischen Verletzung oft viel Gemeinsamkeit gibt. Wenn du gerade traurig bist oder ernst sein möchtest, irgendwas berührt oder bewegt und ich dann mit meiner Art versuche dich aufzumuntern, dass ich damit dann mitunter eben das Gegenteil erreiche, weil du dann zornig wirst und dich ärgerst drüber auch, weil ich dich nicht verstehe oder weil ich nicht hinspüre und merke, eigentlich ist jetzt der Humor nicht gesagt und ich verstehe das aus deiner Geschichte. Weil ja das genau das ist, was du eben als Kind auch erlebt hast, dass man eben aus der Das Verstehen des Gewordenseins ist hilfreich für die Selbstoffenbarung und für die Selbstannahme, auch für das Verstehen des anderen, aber entscheidend für die Befreiung aus der Dynamik ist die Übernahme der Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse und für die eigenen Verhaltensweisen. Sonja nimmt Stellung zu ihrem Verhalten. Sie zeigt ihre Traurigkeit nicht, sondern sie zieht sich zurück oder wird ärgerlich. Und beides lösen bei Martin sein Schutzmuster aus, weil in seiner Kindheit sowohl Rückzug, also Trennung, als auch Aggression bedrohlich waren. So ein Ärger in mir hochsteigen fühlen und dann in die Rolle der Kritikerin und einsteig, weil dann quasi gebe ich meine Verantwortung ja auch wieder den anderen. Das ist manchmal du, das können auch die Kinder sein. Und wenn du so kritisierst und grantig wirst, genau. Eher was glaubst du, dass dann der Martin ganz gut in deine Traurigkeit einsteigen kann und wird schwingen? Voll. Okay, also ich verhindere dann und damit ich das. Dass du eigentlich. Du nimmst dann auch meine Kritik und meine kritischen Worte wahr und kannst ja gar nicht mehr dahinter blicken, wie es eigentlich wirklich ist, weil ich es auch nicht zeige, weil ich selber überdecke mit Zynismus und Kritik und anderen. Du gehst von deiner Tage. Also Sonja wird eingeladen, aus der regressiven Position herauszutreten. Es geht eben darum, die in der Kindheit entweder übernommenen oder als Reaktion entwickelten Abwehrmuster zu verstehen, zu würdigen und soweit es geht loszulassen oder zu verändern. Der Erkenntnisgewinn und die Übernahme der Verantwortung lösen
sehr häufig in der Paartherapie so ein spontanes Lachen, ein spontanes Gefühl der Freiheit aus und auch einen spontanen Veränderungsimpuls. Sonja arbeitet jetzt nun an einem konkreten Schritt, der ihre Haltungsänderung ausdrückt, und Martin soll Sonjas Wachstumsschritt unterstützen, und zwar eben nicht in einem Kompromiss oder gar einer Unterwerfung, sondern im Sinn einer eigenen Entwicklungschance. Seine Geschichte möglicherweise. Ja, auf Aggression und auf Kritik vor allem. Ich glaube, Martin, du hast auch keine so gute Erfahrung in deiner Kindheit gemacht. Das da vielleicht was? Wird er ganz traurig und geht in die Nähe von dir und umarmt dich. dann verstärke ich die Distanz. Genau, dann geht er weg. Ja. Genau. Und eine Möglichkeit ist ein bisschen was blöd. Ja, das ist eine Möglichkeit, wegzukommen und sich zu helfen. Genau. Okay, also, wäre ein Wachstumsschritt. Ein kleiner, was wäre denn dein Wachstumsschritt jetzt, dass diese Nähe doch vielleicht wieder möglich wird. So ein Wachstumsschritt wäre einfach von mir auszusprechen. Erstens wahrzunehmen, dass der Humor deine Sprache ist und bei mir kannst du doch nicht. Okay. Ja. Und wenn ich es aber in dem Moment gerade nicht nehmen kann, auch zu sagen, lieber Martin, ich fühle mich jetzt gerade so und so. Sag mal, was wäre denn so ein ganz einfacher Satz, den die kleine Sonja auch sagen könnte und die große kann man ja auch nehmen. Ja. Ich bin da traurig. Super, genau. Genau. Brauche von dir gerade eine Umarmung. Genau. Ja. Von dir voll Umarmung. Und das genießt, das gehst jetzt mal ganz rein. Und sagst jetzt wirklich mal mit allen Gewichten und allem, was du fühlst, ja, bis in die Zehenspitzen. Ja. Ich bin jetzt traurig. Das ist jetzt in der Situation nicht einfach ausgespeichert. Einfach, ja. Aber schau mal, wer ist er jetzt dran? Ja. Ja. Wie ein Fels in der Brandung, aber einer, der fühlen kann. Jetzt ist es angekommen bei Martin. Sehr häufig zeigt sich in der Resonanz beim Empfänger ein ähnliches Lebensthema, auch Martin kann, indem er lernt, Sonja zu umarmen, wenn sie traurig ist, sein eigenes Thema entwickeln, weiterentwickeln lernen. Zusammenfassend, das Erleben der personalen Begegnung führt zur erweiterten Wahrnehmung, zur emotionalen Verbindung, zum Verstehen der Schutzmuster und zum gemeinsamen und individuellen Wachstumsschritt. In der Paartherapie werden allerdings offene Felder schnell von der Dynamik zurückerobert. Deswegen ist es eben wichtig, am Ende Nägel mit Köpfen zu machen, und dazu bietet die Peer auch einen guten Raum. Ich möchte mich hier, Martin und Sonja haben heute ein E-Seminar, ich möchte mich hier ganz herzlich trotzdem jetzt bei Ihnen bedanken, dass Sie sich da bereit erklärt haben. Sie zeigen auch mit Paaren immer wieder was von ihrer Privatsphäre und haben aber auch gelernt, sie gut zu schützen. Ja, bei Paaren mit mehr Psychodynamik ist das natürlich schwieriger, aber auch möglich, da braucht es mehr Interventionen, das können Sie in den Büchern nachlesen oder beim nächsten Jahr in Linda auch vielleicht was hören. Wir können, wenn wir uns mit Paardynamik auseinandersetzen, auch im Einzelsetting dazu beitragen, dass Klienten und Klientinnen die Konflikte mit dem Partner auch als Chance für ihre persönliche Entwicklung sehen lernen. Weil es ist kaum jemand so sehr Spiegel für unsere Licht- und Schattenseiten wie der zumindest einstmals geliebte Mensch an unserer Seite. Vielleicht noch unsere Kinder, aber das ist eine andere Geschichte.
Paartherapie kann man lernen, letztlich gilt es aber, auf die höhere Macht der Liebe zu vertrauen. Zitat Christoph Kolbe, einer meiner Lieblingssätze. Sie, die Liebe, bleibt ein Geschenk und ein Geheimnis, das im Horizont unbewusster Geistigkeit wurzelt. Fast ganz zum Schluss eine kleine Anregung. Vielleicht möchten Sie jetzt in der Pause einem lieben Menschen ein kleines Wertschätzungs-SMS schicken. Das könnte überraschend sein. Aber vielleicht der Anfang für eine Frischzellenkur in Ihrer Beziehung oder für eine Inspiration für ihre Beziehungsarbeit auch im Einzelsetting. Rilkes Gedicht endet mit innerer Zustimmung und Hingabe. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, führt uns zusammen, wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hält uns in der Hand? Oh, süßes Lied. Danke. Danke, Susanne.